Maximilian, Mia und Sophie. Kommt nach oben. Riesenapplaus für euch. Ihr stellt uns euer Projekt Leben ist Glück vor. Ja, und alles läuft perfekt fast. Ja, das sieht doch gut aus. Hallo liebe Leute, wir stellen euch heute das Projekt Leben ist Glück vor mit von mir und Sophie. Das Problem, wir haben gemerkt, dass das Leben oft ungerecht ist und man auch Glück braucht, denn man kann nicht es gibt Sachen, die man nicht bestimmen kann, wie zum Beispiel die Hautfarbe, die Herkunft und das Geschlecht, das dich aber später im Leben sehr stark beeinflussen kann. Dieses Problem wollten wir dann bildlich und spielerisch mit unserem Projekt Leben ist Glück zeigen. Unser Spiel ist in Form einer interaktiven Geschichte. Das heißt, man liest zwar eine Geschichte, aber man spielt sie trotzdem. Das heißt, man kann mit Entscheidungen eben die Geschichte auch beeinflussen. Das Spiel fängt damit an, dass man sich Ziele aussucht. Das kann zum Beispiel ein Beruf sein. Das Spannende daran ist, dass man noch nicht weiß, wer man ist. Also man hat kein Geschlecht oder eine Herkunft oder irgendwas. Das wird danach dann aber durch Zufall dir zugeteilt. Und das verschwert dann das Spiel eben, weil man die Ziele eben zum Beispiel mit dunkler Hautfarbe schwerer erreichen kann, weil das auch in Deutschland spielt, das Spiel. Und eben dann die Chance auf Diskriminierung erhöht wird. Innerhalb des Spiels trifft man immer wieder Entscheidungen, die die weitere Handlung auch beeinflussen. Es können aber auch zufällige Ereignisse passieren, die negativ und positiv sein können. Zum Beispiel ein Erbe, das dann höchstwahrscheinlich positiv ist, oder man kann auch von einer Krankheit betroffen werden. Wir haben Twine und als Sprache Harlow benutzt. Das war für uns alle drei ganz neu. Da haben uns besonders unsere Mentoren Helix und Falco geholfen. Genau, wir haben dann Entscheidungen miteinander verbunden und das alles verknüpft. Genau. Ja, zu einer AfD-Demo. Das können wir gleich hier spielen. Der Anfang sucht man sich ein Ziel aus. Kann man sich zum Beispiel einen Job aussuchen. Oder genau, jetzt einen Besitz. Wir wollen einen Polizisten werden oder eine Villa besitzen. Genau, und dann wird gewürfelt, wer man ist. Zum Beispiel jetzt, man kommt aus der Türkei und ist weiblich. Es geht noch weiter. Jetzt sind wir im richtigen Spiel. Du bist 6 Jahre alt und heute ist dein Einschulungstag. Fritzchen möchte sich mit dir befreunden. Nimmst du an? Ich weiß nicht, ob Fritzchen so sympathisch ist. Ich glaube nicht. Ja, Fritzchen läuft wütend davon. Genau, und jetzt wird durch Zufall generiert, auf welche Schule wir gehen. Und das könnte sich dann weiter auswirken. Das heißt, vielleicht werden wir nicht an jeden Job angenommen. Genau, das würde dann weitergehen, aber wegen Zeitgründen können wir nicht alles durchspielen. Hier haben wir einen Screenshot von dem Programm, das wir benutzt haben, Twine. Twine, da drinnen muss, das ist halt so eine Geschichte und da muss man halt hier Verzweigungen zusammenbauen. Hier ist ein Prozess, wie wir es gemacht haben. Wir haben am Anfang viel nachgedacht und viel geschrieben, ein bisschen zu viel. Wir hatten auch viele Optionen, was wir benutzen wollen als Programmiersprache.
Und dann zum Schluss kamen wir dann einfach auf Twine, weil uns die Zeit nicht wirklich gereicht hatte. In Zukunft wollen wir an dem Projekt auch zusammen weiterarbeiten. Der erste Schritt wäre, unseren jetzigen Prototyp in ein anderes Programm zu übertragen. Außerdem würden wir dann noch überlegen, wie wir das alles designen wollen und eben, wie das dann am Ende ganz aussehen soll. Und wenn es alles soweit ist und wir zufrieden damit sind, dann würden wir uns auch überlegen, ob wir das vielleicht sogar als App veröffentlichen wollen. Danke euch. Darf ich euch noch fragen, wer soll das denn spielen eigentlich? Also eigentlich kann das jeder spielen. Vielleicht in der Zukunft könnten wir noch Multiplayer machen. Das heißt, dieser Fritzchen, der die Freundschaftsanfrage gestellt hat, könnte vielleicht die Mia sein. Und ich bin dann die Person, die abgelehnt hat. Mhm. Also darüber können wir noch nachdenken. Aber eigentlich kann das jeder spielen. Mhm. Und was wünscht ihr euch sozusagen, wenn jetzt alle das Spiel gespielt haben, was wäre dann? Wollt ihr es eher so verdeutlichen oder sollen die Leute da irgendwie aktiv werden nach? Also bei diesem Spiel sollten halt die Leute merken, dass das Leben halt auch schon ein bisschen sehr zufällig ist und auch schon ein bisschen unfair. Okay. Danke euch. Riesenapplaus. Applaus.